Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zum 17. Part. Ja, Splatoon 3 auf der Nintendo Switch. Ja, wie ich schon gesagt hatte, in den letzten beiden Parts machen wir auf jeden Fall in diesem Let's Play auch die Story weiter. Und wir sind ja hier frisch angekommen, wie wir im Hintergrund sehen, in der Harmoniefabrik auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ja, wir gehen auf jeden Fall direkt hier ins erste Level erstmal rein. 297 Fischeier haben wir oben rechts noch. Ja, sehr, sehr mysteriös hier. Würde ich sagen, der Salmini sehe ich gerade. Hat sogar noch was entdeckt. Ja, nehme ich natürlich direkt mit. Und somit haben wir plus 100 Eier nochmal. Ja, würde ich sagen, schauen wir direkt hier ins erste Level. Dramatische Drehscheibe. Überquere die sich drehenden Plattformen und erreiche das Ziel. Ja, würde ich sagen, schnuppern wir natürlich direkt rein. Und ich bin auch schon sehr, sehr gespannt und sehr. Ja, gehypt auf jeden Fall, wie das hier auf jeden Fall mit der Story alles noch weitergeht und so. Gelange durch einen Hindernisparcours voller sich drehender Objekte ans Ziel. Okay, müssen wir natürlich mal schauen. Schnuppern wir erstmal hier rein. Ja, in diese nächste Mission, beziehungsweise die erste in der zweiten Welt hier. Aufgepasst, dieser Octarianer dreht durch. Okay. Das habe ich gerade eben fast gar nicht gesehen, dass er da oben schon am Schießen ist, während ich gerade auf den Text geachtet habe. Ja, haben wir auf jeden Fall schon mal platt gemacht und würde sagen, schauen wir natürlich direkt hier weiter. Da kommt auch schon der nächste hier, okay. Ja, Metzeln wir weg, oder? Würde ich sagen, locker easy, platt machen. Die Octarianer zumindest im Moment doch ganz einfach. Oha, der hat ein Schild. Kannst du nicht irgendwie hinter ihm schleichen? Stand da noch? Okay. Müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, erstmal hier die schöne Kiste nehmen wir auch nochmal mit. Irgendwie hinter ihm schleichen. Ja, könnte man hier mit den. Die Teile drehen sich ja hier. Muss mal schauen, ja, jetzt. Und sogar gekriegt, yes. Da ist der Rang weggehauen. Und platt gemacht. Ja, schauen wir natürlich direkt weiter hier hoch. Checkpoint haben wir auf jeden Fall auch schon mal. Ja, es waren ja schon einige geile Missionen auf jeden Fall in den letzten Parts mit dabei und so. Was natürlich sehr, sehr cool ist. Und hier so gesehen auch noch was eingesackt. Da war wieder so ein Toaster, ich glaube mit Fischeier war es, glaube ich, ne? Aber was möchte er? Ich schmeiß meinen Salmini einfach mal. Ja, nice. Und dann rauf, okay. Direkt mit Salmini auf jeden Fall geschafft. Was die Octo-Schützen haben, Punkt, Punkt, Punkt. Die Trisuka hat eine hohe Reichweite. Hebt ihr die, Punkt, Punkt, Punkt. Ach so, da oben irgendwie scheinen die sich noch mitzudrehen. Komme ich da denn, oder muss ich die später? Ich glaube, die muss ich erst später platt machen, oder? Würde ich sagen, schau erstmal hier hoch. Ja, die müssen wir, glaube ich, von hier oben, glaube ich, irgendwie besiegen. Ja, nächster Checkpoint. Das ganze Ding dreht sich ja. Nice. Ah, gefährlich, gefährlich. Okay, er schießt jetzt von hier hinten irgendwie. So, von da drüben hier so rüber und ich könnte mich hier schützen. Okay. Soll ich meine Trisuka einsetzen? Das ist die Frage. Könnte man natürlich. Machen wir mal hier so einen Weg. Und schau mal. Ja, direkt mal rüber schießen, würde ich sagen, oder? Ah, okay. Mit der Trisuka übrigens habe ich auch noch gar nicht so in den Online-Matches so richtig gekämpft. Muss man natürlich ein bisschen üben, aber. Ja, auf jeden Fall schon mal sehr geil. Ich würde sagen, schnell. Ah, nein, schnell rüber, wollte ich gerade sagen. Dann schaffe ich das dann eben mal rüber, okay. Ja, schwimmen wir natürlich direkt wieder hoch durch die Tinte. Ah. Muss natürlich aufpassen, dass wir auf die Plattform raufkommen. Hier oben könnte ich auch noch so hoch. Schauen wir mal. Ja, von hier oben die Sicht. Ist auch schon mal nice. Man muss natürlich erstmal schauen, die Schützen. Die kann man natürlich am besten mit der Trisuka wegballern. Und hier, die können wir so wegballern. Machen wir natürlich erstmal hier die normalen Octarianer einmal. Ja, Kisten immer mit. Und den können wir sogar so platt machen, da den Octarianer.
Cool, sagt Nummer 2 noch, okay. Ah, da haben wir da hinten schon das Ziel. Das heißt, die Mission ist gleich schon beendet, okay. Ja, war ja eigentlich recht kurz, die Mission, aber ja, trotzdem nice mit den drehenden Plattformen und so hier. Ja, somit erstes Level in 3 Minuten 54 Sekunden geschafft. 1100 Eier sogar. Insgesamt auf jeden Fall. Ja, ergattert in dieser Mission. Schauen wir mal, jetzt haben wir oben. Insgesamt auf jeden Fall irgendwas mit 1559. Übrigens, wir haben in der ersten Welt ja übrigens, wenn ich jetzt nochmal zurückschaue, da war ja eigentlich noch was, und zwar so ein flauschiges Knäuelchen, was wir noch machen können. Ich sehe aber gerade, sie hat ein Ausrufezeichen hier. Schauen wir mal. Wer hat spitze Ohren und gibt dir ein paar Fischeier? Ich natürlich. Okay. Ja, immerhin, das heißt, sie hat uns ein paar Fischeier gegeben sogar. Gratis Fischeier, immer gut. Ich würde sagen, wir schauen erstmal kurz zurück. Können wir vielleicht zum Zeitvertreib was spielen? Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, einmal zurück durch die Röhre hier ins erste Gebiet, beziehungsweise Utopia Zukunftsinsel war das ja, wo wir hier waren. Ja, hier haben wir alles soweit abgeschlossen. Außer da hinten dieses eine komische, fleuschige Teil, was ich gerade meine. Da renne ich auf jeden Fall mal kurz hin. Ich möchte alles zu 100% haben. Da ich das hier schon zock. Ja, hier war das irgendwie da oben drauf. Okay. Muss natürlich erstmal hoch da. Ja, sonst haben wir hier in der ersten Welt auf jeden Fall alles komplett. Außer das Teil hier. Weiß ich nicht. 900 hat das gekostet. Das heißt, können wir direkt einmal wegmachen dann. Ja, und schauen wir, ob wir hier irgendwas haben. Aber irgendwie... ist ja anscheinend nichts, oder? Ne, zumindest 100% haben wir zumindest hier die erste Insel, die, ja, Zukunftsinsel, Utopia Zukunftsinsel auf jeden Fall. Anscheinend sogar komplett. Ich sehe doch, wenn ich auf X drücke, da ist die ganze Zeit ein Ausrufezeichen. Auf Archiv. Alterna Logs. Ach, hier haben wir übrigens schon Log 2 mit drin. Log 1 ist anscheinend komplett, ne? Aber das hatten wir sogar, ne, noch nicht mal ganz gelesen gehabt. Ich glaube, stimmt, bis zum ersten Bild hat man gelesen, das andere ist jetzt auch frei hier. Ja, stimmt, bis zum ersten hat man gelesen in den letzten Parts. Doch halt, einige wenige Menschen gab es, die überlebt hatten. Auch wenn ihre Überlebenschance mit 1 zu 42.791 verschwindend gering gewesen war. Nicht der ganze Planet war also unbewohnbar, sondern nur der allergrößte Teil. Die Überlebenden fanden ihre Zuflucht in einem gewaltigen Höhlengewölbe, entstanden in einem der vielen schrecklichen Vulkanausbrüche. Ah, da sieht man dann auch im zweiten Bild jetzt diesen Vulkan hier anscheinend, okay. Haben ihr neues unterirdisches Heim, nun geflutet mit Meerwasser, bot ihnen in ihrer aussichtslosen Lage Schutz und Geborgenheit. Doch während die Menschheit zusehends vom Planeten verschwunden war, war es anderen besser ergangen als je zuvor. Jene Wesen nämlich, die im Meer wohnten. Tintenfische, Oktopusse, Quallen. Sie alle gediehen tief in den Fluten und ihre Scharen wuchsen und wuchsen. Und die Menschen hatten eine Nahrungsquelle gefunden. Okay, das ist schon mal sehr cool. Das heißt, das erste, den ersten Lock haben wir hier jetzt komplett. Okay. Ja, Lock 2 haben wir im Moment. Eine Zivilisation entsteht. Aufs Neue. Natürlich nur wieder so Kriegs- und Kraxelschrift. Ich würde sagen, wenn das hier komplett ist, in dem Sinne, Leser hier ist komplett mit den Bildern, dann schauen wir dort natürlich demnächst auch rein. Ja, das heißt, das erste haben wir sogar komplett. Aber sehr cool, die Story, die da mit drin ist. Hört sich sehr interessant an. Dann schauen wir mal direkt wieder. Ja, rüber. Da haben wir eigentlich, wie gesagt, die erste Welt eigentlich komplett mit dem Flauschknäuel-Dingens befreit. Wofür sind diese Röhren überhaupt gut? Ja, zum Reisen, würde ich jetzt sagen, oder? Das verbindet ja hier so die ganze Insel. Ja, zurück zur Harmoniefabrik. Ich würde sagen, schauen wir direkt in die zweite Mission. 759 Eier haben wir noch. Das kostet nur 200. Ja, machen wir direkt weg. Haben wir hier auch das erste Flauschknäuelchen einmal beseitigt. Mit sogar nochmal 100 Eiern hier. Das kostet 800, okay. Schauen wir mal, hier 400. Ja, schmeißen wir direkt Salmini. Einmal drauf, in dem Sinne.
Also was die anderen hier noch haben, so Mini hat anscheinend irgendwas. Anderen dann glaube ich wieder. Schauen wir mal den anderen, das ist wieder 400. Das ist auch 400. Also ich denke mal, okay, dann kommen wir hier auf jeden Fall überall im Moment. Ja, noch nicht weiter. Dann können wir eigentlich entweder das Level, hier ist auch noch eins rechts und sogar, ja, eigentlich wieder mehrere, ne? Unser Mini hat wieder was entdeckt. Okay, nehmen wir natürlich direkt einmal mit. Eine weitere goldene Schallplatte sogar. Das wäre, glaube ich, Nummer 4. Okay. Ja, somit die Musik hier oder wird jetzt noch etwas cooler klingen. Spitze Ohren. Oh, das da kostet 600. Das da hinten sogar noch 100. Schmeißen wir unseren Mini drauf. Ja, erstmal natürlich die schönen Fischeierbuschen verwenden. Und weiteres Ankrobium hier. Da haben wir jetzt zwei Stück. Mit drei sogar können wir ein weiteres Upgrade freischalten. Das da kostet 600. Das da oben 800. Und 2000. Das da hinten. Okay. Ja, ich würde schon sagen, eigentlich fast sagen, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal hier in die zwei Levels, die hier vorne sind. Machen wir direkt hier, das glaube ich Level Nummer 2, das wäre dann schwammig und schwindelig. Erreiche das Ziel mit Hilfe der Schwämme. Ja, schnuppern wir direkt in die zweite Mission. Schauen wir mal, was wir hier haben. Übrigens, hier auf der Karte sieht man auch sehr viel Welten. Da 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 6 weitere Welten gibt es dann, glaube ich, noch. Nutze in dieser Mission die Schwämme, um das Ziel zu erreichen. Welche Waffe nehme ich da? Dualplatscher sind Iona. Ist empfohlen, wenn aber die hier links. Okay. Ja, ich würde sagen, immer die empfohlene, was ich ja mal gesagt hatte. Werde ich wahrscheinlich erstmal immer einnehmen. Ja, beziehungsweise mitnehmen. Okay, schauen wir mal, somit Mission Start. Okay, hier sind dann diese Schwämme. Okay, mit diesen Schwämmen kann man arbeiten. Füllen sie mit Tinte und nutze sie zu deinem Vorteil. Da kriegen wir hin, denke ich mal. Octarianer möchte uns natürlich direkt platt machen hier anscheinend. Irgendwie ist da oben kann ich meinen Mann Salmini mal so schnell hinschmeißen. Und übrigens der Gegner da oben, da schmeiße ich auch meinen Salmini mal hin. Dann müsste ihn eigentlich platt machen. Ja, hat er sogar. Okay, schauen wir mal hier. Ah, hier sind wieder die Schwämme. Okay, machen wir mal direkt. Einmal groß, aber hier ist noch so ein Gegner. Und hier wäre auch noch einer. Okay. Also ich kann eigentlich auf beiden Seiten hoch. Schau erstmal hier drüben links. Ja, immerhin so ein paar Sachen. Okay. Ah, was? Schwarmraketen? Mach sie mit R scharf und lass sie Punkt, Punkt, Punkt. Denk mal auf die Gegner regnen, was sie noch meinte. Da oben so eine Kiste, nimm ich auch schon mal mit Salmini in Angriff. Ja, dann schauen wir natürlich hier weiter erstmal. Überall, wo wir weiterkommen. Okay, der nächste Schwamm ist dann hier an der Ecke. Ich glaube, da drüben auf die andere Seite kommen wir gleich, ne? Ja, direkt wieder mit Gegner natürlich um der Ecke hier. War klar. Oben direkt Salmini hin. Würde ich sagen, ja, locker easy. Im Moment sehr, sehr easy. Ja, viel ist hier oben jetzt nicht. Ich sehe aber gerade hier sowas. Ja, nimm mal mit. Und machen natürlich die Kisten und so, würde ich sagen, die machen wir natürlich auch alle mit. Gibt natürlich immer wieder schöne Fischeier und so. Ja, möchte natürlich keine übersehen. Sind natürlich sehr wertvoll, die Fischeier. Somit erster Checkpoint bzw. nächster Checkpoint. Ja, Schwämme erstmal schön groß machen. Und dann hier die Gegner natürlich direkt erstmal wegmetzeln. Ja, die Kisten natürlich so
Wie gesagt, nehmen wir natürlich alle mit. Ich muss sagen, die Octarianer hier, die Gegner, die Computergegner sind da eigentlich easy, oder? Ich weiß nicht, wie das in den weiteren Levels, weiter oben noch wert, aber ich denke mal, die werden bestimmt später noch schwieriger. Da können eigentlich Salmini erstmal hoch. Direkt platt machen. Die Gegner. Okay, und hier müssen wir sogar direkt hoch, okay. Ja, schwimmen wir direkt hoch. Und dann kommt er hier noch. Ich möchte mal einen Schwamm zerstören. Ja, ich denke mal, die Mission wird bestimmt auch schnell sein, oder? Schnell vorbei sein, denke ich mal. Letzter Checkpoint sogar schon. Ah, krass. Die haben das direkt so klein gemacht, wieder mein Schwämmchen hier. Zugegeben, es sind eine Menge Octarianer im Weg, aber das Ziel ist zumindest klar sichtbar. Direkt wieder Salmini drauf. Ja, Salmini macht doch bessere Arbeit, würde ich sagen, oder? Bester Kumpel. Ja, diese Trisuka hilft bestimmt prima gegen die Gegner. Punkt, Punkt, Punkt. Können wir natürlich auch mal so einsetzen hier. Direkt mal wegmetzeln alle hier. Mit der wunderschönen Trisuka. Da müsste ich glaube erst näher ran, ne? Okay, das wäre hier nur so ein bisschen Schutz, ein bisschen Deckung. Ja, ich denke mal im späteren Spielverlauf werden die auf jeden Fall stärker hier, die Gegner. Ja, somit haben wir die Mission hier sogar direkt abgeschlossen. Das ist natürlich sehr cool. In 4 Minuten 51 Erstabschlussbonus natürlich 1100 plus 100 oder 10 irgendwas für den Toaster. Irgendwas haben wir noch gesehen. Ja, war schon mal sehr cool, dass wir hier in dem Part jetzt im zweiten Part in der zweiten Welt angekommen sind. Erreicht das Ziel mit Hilfe der Schwämme. Haben wir abgeschlossen? Ja. Und haben insgesamt 1393 Eier wieder. Bevor wir jetzt hier vorne ins zweite Level gehen, würde ich sagen, schaue ich erstmal hier. Das kostet nur 800. Ah, ich muss sagen, das ist echt cool gemacht hier mit den Sachen, die man hier so wegmachen kann, beziehungsweise wegmachen muss. Das reizt auf jeden Fall, das weiter zu zocken und so. Ja, hier sogar nur 200. Ja, und vor allem die Sachen, die man natürlich für den Spin kriegt. Für die Lobby, das ist natürlich auch sehr geil. Okay, Salmini hat hier noch was. Was ist? Ach, das Teil hier, mein Dauer. Ein weiteres Stück für, ja, Spinddeko, wo ich ja eben schon von geschnackt habe. Holst dir am Lobby-Terminal ab und verzehre deinen Spind damit. Das finde ich mega, mega cool, dass das in der Story so mit integriert ist. Ja, so macht das natürlich noch mehr Spaß, die Story zu zocken. Okay, was habe ich sonst? Habe ich hier, glaube ich, nichts auf der Seite. Nö, sieht zumindest nicht so aus. Dann können wir eigentlich normalerweise direkt in die nächste Mission, würde ich sagen. Oder die 393 Eier können wir erstmal aufheben. Ja, würde ich sagen, schnuppern wir direkt auf jeden Fall hier oben in diese Mission. Welche ist denn das? Himmelkorn kaputt. Zerstöre alle Zielscheiben und erreiche das Ziel. Ja, würde ich sagen, rein da und los geht's. Mit Gebrüll auf die Octarianer hier. Die Empfehlung ist hier der Schwammer mit Instabombe. Belohnung 1600. Aber man kann dann auch mit den anderen Waffen. Haben wir uns aber nur 1500 geben, sehe ich gerade. Ja, ich nehme natürlich, wie gesagt, immer die Empfehlung. Also den Schwammer, diese Waffe kann mehrere Ziele auf einmal zerstören. Ja, da werde ich, wie gesagt, denke ich mal, immer die Empfehlung nehmen. Ja, am besten natürlich das mit den meisten Eiern. Ja, somit zerstöre alle Zielscheiben und erreiche das Ziel. Locker, easy, denke ich mir mal. Du hast Punkt, 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 spring drauf, Nummer 3. Ja, machen wir direkt. Und hier kann man dann... okay, da muss man dann hier die Teile auch wegmetzeln. Während man auf diesem Teil reitet, hier... So, auf dem Strahl reitet.
Nein, das möchte ich aber haben. Och nö, jetzt habe ich das nicht gekriegt. Okay, das sind glaube ich nur Eier, ne? Ja, wir sollen nur die Zielscheiben eigentlich zerstören. Nein, was ist das? Och nö, jetzt fliege ich hier noch runter, okay. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, dann machen wir natürlich den nächsten Anlauf. Auf der Surfschiene stand da unten noch. Surfschiene heißen die Teile hier, okay. Diese Dinger, auf denen wir hier reiten. So, das war schon mal sehr gut gerade. Hier vorne muss ich gleich schauen, dass ich die Cam so ein bisschen so macht. Genau, dann sehe ich das besser, wie ich da reinspringe. Ich würde sagen, hier erstmal da drauf, oder? Ja, easy. Jetzt nur die da. Och nein, kann nicht sein. Wieso fliege ich da dann runter? Und das jetzt sogar erneut. Da muss man irgendwie auf die andere Surfschiene rüber. Ja, während man natürlich hier so schießt. Das muss man üben, okay. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen anspruchsvoller, was mir natürlich gefällt. Eigentlich ja nicht so schnell. Aber ich möchte natürlich die Ziele alle mitnehmen hier. Hier vorne muss ich natürlich nachher gleich dran denken. Ja, hier, okay, ich glaube, ich habe alle gekriegt. Checkpoint haben wir. Okay, krass, auf jeden Fall geschafft. Ich achte natürlich immer auf die Ziele. Ja, was er heißt, zerstöre alle Ziele, aber das haben wir anscheinend nicht geschafft. Deswegen wird die Bahn noch nicht weitergeführt, oder? Ja, auf jeden Fall vom letzten Checkpoint, den ersten haben wir. Ja, machen wir natürlich direkt von hier weiter. Das heißt, die Schiene geht erst weiter, denke ich mir mal, wenn wir hier auf jeden Fall alle Ziele zerstört haben. Ja, haben wir sogar hingekriegt. Okay. Da muss man wirklich schauen, aber diese Mission, die gefällt mir. Endlich mal so ein bisschen anspruchsvoller in dem Sinne. Ah, kann nicht sein. Ich habe es nicht mehr hingekriegt, das letzte Teil hinzubekommen hier. Okay. Ja, heißt, weiter geht's. Das war schon schwieriger in der Mitte da. Kann nicht sein. Ja, damit das eine große rote Ding, den roten Block dazu bekommen. Alles weiter geht's. Ja, das muss man auf jeden Fall üben hier. Besten direkt drauf. Nein, kann nicht sein. Wieso kriege ich das da nicht hin? Das ist wirklich nicht so einfach irgendwie, finde ich. Eben einmal geschafft. Ja, mit dem Schwapper, da muss ich wirklich üben. Ich sage, nächster Anlauf. Das ist wirklich schwierig. Wie soll man denn da rechtzeitig alle kriegen hier? Wir haben es zwar eben einmal geschafft. OMG, würde ich sagen. Beziehungsweise WTF. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem hier, okay, ich könnte ein bisschen abbremsen, super. Ich glaube, ich sollte den Analogstick so ein bisschen nach hinten ziehen, oder? Und wenn ich jetzt stehe, ja, so kann ich ein bisschen abbremsen, sehe ich gerade. Ah, okay, okay. Aber nicht geschafft, kann nicht sein. Ja, direkt fortsetzen, das möchte ich natürlich schaffen, ist ja logisch. Die Mission machen wir so lange, bis ich sie habe auf jeden Fall. Aber krass, man kann auf jeden Fall so ein bisschen abbremsen, wenn wir so stehen. Muss ich mir merken. Hier natürlich am besten ein bisschen vor. Und ab hier eigentlich. Ne, eigentlich schon. Ah, haben wir geschafft, okay. Muss ich schauen. Natürlich immer ein bisschen abbremsen, Farbe wieder auffüllen. Na komm, yes, haben wir. Das war schon mal sehr, sehr gut gerade.
Und wir haben, glaube ich, jetzt direkt das Ziel erreicht, okay. Ja, krass, das war natürlich schon mal sehr gut. Da haben wir es doch noch geschafft. Ein bisschen länger gebraucht, ein paar mehr Anläufe, aber immer noch 1 Minute 24. Erst am Schluss Bonus mit 1600, ja, Fischeiern. War das doch nur 1 Minute 24? Mir kam das jetzt irgendwie länger vor. Weil wir so viele Anläufe gebraucht haben vom zweiten Checkpoint. Ja, somit geschafft und 1600 oben wieder zu. Ja, können wir natürlich erstmal schauen, was wir hier so freischalten können. Hier werden 600. Machen wir natürlich erstmal so die niedrigen Dinger überall weg. Ja, schnuppern hier überall ein bisschen rum. Das könnte man aktivieren. Ja, und natürlich so ein paar Sachen, die wir hier freischalten können, meine natürlich. Beziehungsweise schaue ich mir direkt an. Hier können wir hoch. Schauen wir mal. Ah, hier wäre dann noch ein Level. Okay, das wäre dann Lauf ins Leere leicht gemacht. Finde durch das Labyrinth oder erreiche das Ziel. Ich glaube, das schauen wir uns gleich an. Erstmal würde ich natürlich sagen, schaue ich hier mal. Spring mal hier so rüber. Ja, holen wir erstmal die ganzen Sachen. So mit einer weiteren Goldplatte. Wieder mit neuer Musik. Sehr geil. Was kostet das Ding da unten? 300? Machen wir das mal weg. Dann haben wir hier die Ecke. Ja, auf jeden Fall schon mal abgeschlossen, beziehungsweise hier kann man aktivieren. Also das führt dann hier nur hin. Ja, hier ist auch nichts Besonderes. Also man kann hier so eine kleine Abkürzung nehmen. Dann schaue ich natürlich erstmal hier hinten rum. Was kostet das Ding da oben? 200. Dann mache ich das erstmal weg. Hey. Und da ist sogar so ein Teil. Hey, dein Samini hat was gefunden. Ja, hier ist übrigens auch noch so ein Teil. Mit einer weiteren Spinndeko. Nice. Der ist auf jeden Fall sehr cool. Das habe ich sogar bei anderen Spielern schon gesehen in der Lobby online. Dass sie diese Statue da stehen hatten. Im Spinnen. Das können wir hier so nicht aktivieren, oder? Ne, das kommt, glaube ich, von da hinten rum. Okay. Hier wäre auch noch was. Ja, nehme ich mit. Wie komme ich denn hier oben auf die Dinger? Weil da oben ist ja auch was drauf. Der Samini hat da was entdeckt. Aber da komme ich gar nicht so rauf, oder? Ich glaube, da muss ich von da oben... Ja, irgendwie von der Seite, da wo das Teil ist, da oben für 200. Lass das mal kurz, weil erstmal muss ich da so irgendwie hinkommen. Ich würde sagen, schnupper ich hier erstmal hoch, 600. Ja, machen wir das auch weg. Und schauen hier natürlich auch. Ich glaube, dein Samini hat was entdeckt. Was hier auch schon wieder? Ah, wie viel hier versteckt ist in dem Sinne. Also hier schaue ich auch noch mal. Nur hier war jetzt nichts. Dann erstmal da hoch. Ja, hier ist direkt wieder so ein Teil. Mit weiteren Fischeiern. Ja, ich glaube von hier, dann müsste ich das aktivieren. Okay. Damit wir da hinten rüberkommen, machen wir direkt das hier weg. Ja, Tatsache, dann können wir auch hier rüber. Okay. Und weiterer Snack-Coupon für Online-Matches, okay. Ja, hier haben wir natürlich nochmal so eine Aussicht, wo wir nochmal schauen können, hier bei der Fabrik. Bei der wunderschönen Harmoniefabrik. Übrigens, da hinten rechts ist die Röhre, wo es weitergeht dann zur dritten Welt. Aber wir sind ja frisch hier drin, da haben wir noch einiges zu tun hier auf jeden Fall, wie ich hier gerade sehe. Sind noch einige Sachen, ja, die wir natürlich noch nicht haben. So, hier schauen wir mal, 200, ja, Fischeier haben wir noch, schade nur noch. Dann würde ich sagen, können wir Ei in die nächste Mission, damit wir wieder neue Eier bekommen und weitere Flauschknäuelchen beseitigen können. Ich würde sagen, wie gesagt, hier oben, ja, gehe ich glaube ich erstmal in diese Mission hier. In Lauf ins Leere leicht gemacht, finde durch das Labyrinth und erreiche das Ziel. Ja, schnuppern wir als nächstes hier auf jeden Fall rein. Denk mal, das wird lustig. Haben wir hier. Nur die Waffe können wir auswählen. 96 Kanonen.
Dieser Kleckser bietet große Reichweite in Verbindung mit hohen Schaden. Oh. Oh. Ja, kenne ich schon die Waffe natürlich. Aus den Online-Matches. Vor allem durch den Salmon Run. Ja, hohe Reichweite. Wie man sieht, wenn wir jetzt schießen bis dahin ganz hin. Okay. Und da ist sogar ein Octerianer hier links. Ja, und natürlich direkt oben Scharfschütze mit drauf, klar. Das ist natürlich gar nicht gut. Aber ich könnte, glaube ich, von hier... Ne, kann ich ihn so gar nicht treffen. Ah, gefährlich. Ich mache natürlich auch hier an den Wänden so ein bisschen, dass ich da hochkomme. Ah, super. Ich möchte ihn eigentlich wegmetzen, aber er visiert mich gleich wieder an hier immer. So, jetzt haben wir ihn auf jeden Fall noch schon mal gut. Ja, ich würde sagen, die ganze Octerianer, alle, die hier so rumstehen, genauso hier die Kisten, nehme ich natürlich mit. Und natürlich auch die Wände hier schauen natürlich auch ab und zu hoch. Ja, da will ich natürlich nichts vergessen im Level. Was haben wir hier dann noch? Hey, wie soll man das kriegen? Kann ich meinen Salmini da ran machen? Ne, ich habe ja meinen Salmini hier gar nicht mit. Ich habe nur die... diese Krabbelmine irgendwie. Wie kriegt man das dann? Das ist gerade die Frage. Keine Ahnung, wie ich das bekommen soll. Könnte da natürlich hinspringen, dann bin ich aber unten. Fliege ich runter. Keine Ahnung, es sind da nur ein paar Fischeier noch. Ich würde sagen, lasse ich das erstmal kurz aus. Ja, und schau erstmal hier weiter. Okay, er hat wieder so ein Schild hier da eigentlich, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal hier. Der nächste weggemetzelt. Ja, und hier, er hier wieder, okay. Der nächste, und da ist sogar noch eine Kiste, sehe ich gerade, okay. Ja, keine Ahnung, wie man die Teile hier außen kriegen soll. Hey, natürlich schon ganz gern, aber wenn ich da nicht hinkomme, lasse ich die erstmal aus. Ja, und schau natürlich erstmal weiter. Hier zum Beispiel gleich. Könnte man hier so außen hin, okay. Hoppla, das war nicht der Ausgang. Nach Nummer 2, okay. Ja, sieht man, da hinten ist er ja, keine Ahnung, wie man da hinten zu den anderen Teilen kommt. Hier wäre er noch. Könnte man natürlich hier direkt mit der Krabbelmine einmal platt machen. Ja, sonst schaue ich auf jeden Fall direkt hier weiter. Ich weiß nicht, wie man die anderen beiden Teile da hinten bekommt. Okay, hier ist eine Sprungschanze, beziehungsweise... Ah, okay, okay, die kriegt man dann jetzt erst, oder wie? Weil das Teil sich ja einmal so dreht. Okay, du musst jetzt also wieder den ganzen Weg nach oben schwimmen. Den ganzen Weg? Ja, kein Wunder, dass ich da nicht rangekommen bin. Jetzt kann ich mir die natürlich holen, die Sache. Okay. Muss man nur schauen. Da hätte man da eigentlich alles einfärben können. Das ist ja gefährlich. Okay, hier könnte ich natürlich drauf stehen wieder. Und an den Seiten hier sehe ich gerade, könnte ich doch eigentlich auch so schwimmen, oder? Ja, hier an der Ecke. Okay. Ja, aber ich würde natürlich dann ganz gerne hier die Teile holen. Das ist schon mal sehr cool. Da haben wir die doch auf jeden Fall mit drin. Ja, somit alle Beine okay. Dann müssen wir nur noch ganz nach oben hoch anscheinend. Ja, wie sie ja gerade sagte... Übrigens, die Farbe sieht hier total nice aus, oder? Wie komme ich denn da am besten hoch? Das ist gerade die Frage. Ich glaube, ich muss mit der Plattform irgendwie
Der eine Seite rüber. Ja, hier einmal so hoch. Und dann glaube ich, genau, hier einmal glaube ich hoch, okay. Ja, mehr Bonus-Sachen waren hier nicht, ne? Jetzt muss er nur auf die andere Seite noch. Also hier wieder rüber. Ah, gefährlich. Welche sogar fast runtergefallen gerade. Und ich glaube, ja, wir sind sogar ganz oben angekommen. Okay, schauen wir mal. Ja, und sogar geschafft, direkt die Mission. Gut geschwommen und geklommen. Das Ziel kann kommen. Ja, sehr cooler Spruch am Ende übrigens. Somit 5 Minuten 31 für diese Mission auf jeden Fall. Und 1200 Eier, Fischeier auf jeden Fall. Ja, direkt auch nochmal eingesackt. Das ist natürlich sehr geil. Ich würde sagen, so kann das immer sein, oder? Ja, Lauf ins Leere. Leicht gemacht, somit beendet. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal mit den 1500 Eiern, die wir haben, dass wir irgendwo so eine Fleischknäuelchen wegmachen. Hier vorne sind da so einige. Oder ich gehe erstmal hier hinten wieder rum und schaue hier erstmal. Ich würde sagen, ich schaue hier erstmal. Ja, hier bei denen hier. 300. Wo wir eben waren an der Ecke. Ja, dann können wir hier sogar drauf und hier so hoch. Ah, hier ist wieder so ein Ballon. Ich würde sagen, wir gehen mal hinterher und holen uns den, oder? Schauen wir mal. Wo der ganz hin möchte hier. Okay. Und was? Hey, dein Samini hat was gefunden. Ja, super. Da haben wir jetzt abgelenkt. Das waren die Ballons. Ja, super. Jetzt fliegt er weg. Das heißt, bis hier nicht schaffen müssen, glaube ich. Ja, dann machen wir nochmal einen zweiten Anlauf. Einmal rum. Weil das möchte ich natürlich schon haben. Ich weiß jetzt gar nicht, was es dafür dann gibt. Schauen wir mal. Ja, man hat natürlich immer nur begrenzt Zeit anscheinend. Die kaputt zu machen. Das heißt, hier schnell wieder hoch. Okay, und dann hier den noch. Nice. Das heißt, okay, eine weitere Schriftrolle, beziehungsweise hier eine weitere Seite von der Bär GmbH sogar, okay. Merksprüchlein zur Arbeitssicherheit. Erstens, nicht träumen, sondern Eier räumen. Zweitens, Eier jagen unbedacht hat manchen schon zum Moos gemacht. Drittens, dunkle Flut tut selten gut. Und viertens, Korb im Blick bringt Glück. Fünftens, ist's gleich vorbei, dann werf dein Ei. Ja, auf jeden Fall sehr cool der Spruch hier. Ja, somit weitere Seite entdeckt bzw. abgehakt. Was natürlich schon mal sehr geil ist. Frage ist, wo springe ich als nächstes? Hier haben wir alles. Ja, wir sagen hier erstmal wieder runter. Gucken wir hier erstmal weiter. Das da kostet übrigens 2000, ja. Und dann geht es da hinten zur nächsten Welt. Okay. Da bin ich auch schon gespannt, wie die dann werden. Aber erstmal machen wir natürlich in der zweiten Welt hier alles soweit. Ja, fertig in dem Sinne. Da drüben wäre noch eine Mission. Ja, aber wir sind ja erstmal hier auf der Seite. Schauen wir erstmal hier. Hier waren natürlich auch noch welche. So, Eier haben wir noch 1300. Da oben kostet 800. Was meint er als nächstes frei? Ich denke mal, ich gehe mal hier so hoch. Ey, sind ganz schön viele Sachen. Da hinten sehe ich gerade sonst nämlich das da. Was kostet das? Nämlich das für 400. Okay. Schnuppern wir natürlich erstmal hier weiter. Hier an der Ecke ist anscheinend nichts. Aber hier der nächste für nochmal 400. Und hier so ein Teil. Ah, okay. Wieder ein Stück Spinddeko. Ja, das ist schon mal sehr cool. Sowas möchte ich natürlich sehr, sehr gern haben. Und weitere Fischeier, okay.
Haben wir natürlich auch, was kostet das hier? Schauen wir mal, 400. Ja, können wir direkt mit wegmachen. Also kommen wir jetzt hier hinten so rum. Okay, was wäre denn hier? Können wir anscheinend auf jeden Fall hoch. Ah, okay, ein weiteres Level, okay. Wäre dann, Krabbenschere-Reihen. Kämpfe im Krabbenpanzer und erreiche das Ziel. Ich glaube, das schauen wir gleich rein. Ich würde sagen, erstmal schauen wir mal nochmal runter hier. Ja, weil hier die Ecke frei geworden ist. Ich jetzt nicht weiß, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Oh, doch hier, okay. Das ist schon mal sehr gut. Ja, ein paar Kisten haben wir auch noch hier. Mit noch ein paar Eiern. Okay, das kostet 500. Kann mir noch nie leisten. Hier ist aber so ein Aussichtsturm. Ja, da oben ist ja übrigens das Funksignal, was wir gesehen haben am Ende des letzten Parts. Ja, wo angeblich ja dieser Opa ist, das Opilein. Ich glaube, Samui möchte noch was sagen. Was haben wir hier denn? Nice, ein weiterer Snack-Coupon. Ja, aber hier die Plauschdinger sind bestimmt zu teuer, ne? Ja, 500. Aber ich schnupper natürlich immer erst gerne noch mal ein bisschen rum. Ja, ob wir irgendwo noch was haben, hier zum Beispiel. Weitere Fischeier. Und noch ein Level sogar. Es wäre sparen an allen Ecken und Enden. Und erreiche das Ziel, doch Achtung, dein Tintenvorrat ist begrenzt. Oh, ich würde sagen, also schauen wir hier erstmal rein in die Mission. Wir haben jetzt nämlich noch 486 Eier im Moment. Ja, schnuppern wir erstmal die hier rein. Was wir dann als nächstes haben. Ja, somit sparen wir an allen Ecken und Enden. Erreichen das Ziel. Doch Achtung, dein Tintenvorrat ist begrenzt. Hier ist durchdachtes Vorgehen gefragt. Erreiche das Ziel mit begrenztem Tintenvorrat. Okay, da haben wir nur den Tinten, den Fernblaster mit 1400 Fischeier als Belohnung. Ja, dann starten wir, würde ich sagen, direkt diese Mission auf jeden Fall. Okay, Tintenvorrat ist begrenzt. Sowas, aber du kannst hier wohl deine Tinte nicht auffüllen. Hast du gehört? Besser keine Tinte verschwenden. Ach so. Jetzt habe ich schon ein paar Schüsse gemacht. Das heißt, am besten so gut wie gar nicht schießen, würde ich jetzt sagen. Sei denn hier die Viecher kommen. Was passiert? Tintenfontäne gesichtet. Direkt vor dir. Was hier die Dinger? Ah, okay. Einmal gegenschießen. Nice. Sei schön sparsam mit den Schüssen umgehen hier. Okay. Super. Musste ich hier nochmal gegenschießen. Und habe wieder einen Schussverbrauch, weil es wieder runtergegangen ist. Das sind eine Menge Schalter. Werd nicht leicht, die alle zu färben. Ja, vor allem mit so wenig Tinte ist das ärgerlich. Muss man natürlich erstmal schauen. Kann die Tinte ja leider nicht auffüllen. Okay, hier werden noch ein paar Eier. Man könnte natürlich, wenn ich jetzt einmal so schieße. Super. Direkt wieder. Die Tinte wird langsam knapp, ja. Okay, warten wir mal ab. Ah, okay, okay. Und da ist dann noch einer. Ja, alle eingefärbt und ganz, ganz wenig Tinte noch. Oh mein Gott. Ja, ich weiß ja, ob ich das schaffe, sonst müssen wir die Mission natürlich gleich neu starten, werden wir das sehen. Schauen wir erstmal weiter, hier muss ich den Ballon da anscheinend wegmetzeln. Ich würde sagen, dort an der Seite und alle direkt Mission fehlgeschlagen, wieso? Och, dann hätten wir noch mehr Tinte gebraucht, sowas. Du kannst hier wohl deine Tinte nicht auffüllen. Ja, dann würde ich sagen, noch sparsamer auf jeden Fall als eben. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall gegenschießen.
Okay. Hier dann direkt schnell mit hoch. Gar keinen Schuss verschwenden. Ja, da brauche ich jetzt nicht direkt nochmal gucken. Da muss er nur zwei Dinger aktivieren. Ich glaube, ich hatte eben den einen da hinten aktiviert. Also den hier einmal. Ja, stimmt. Und den einen hier. Ne? Da braucht man zwei Schüsse. Ja, dann ist das auf jeden Fall auch geschafft. Und wir haben noch sehr gut Tinte. Ja, ausreichend Tinte auf jeden Fall in dem Sinne. Waren wir hier wieder wie eben, war auf jeden Fall richtig. So einmal. Und alle direkt weg. Ah, den hast du es gezeigt. Ja, auf jeden Fall. Machen wir platt die Octarianer hier. Ja, hier war jetzt noch nichts. Okay, dann direkt. Haben wir hier durch. Zur rüber. Ja, ein paar Schüsse können wir jetzt noch abfeuern. Ich sehe schon, hier muss ich auf jeden Fall das Rad gleich beschießen, wenn er in die Mitte geht. Jetzt am besten. Nein, jetzt habe ich einen Schuss verbraucht. Nein, aber man muss das direkt. Kann nicht sein. Direkt so treffen. Ah, okay, okay. Aber wir haben es anscheinend geschafft. Ja, sehr, sehr ärgerlich. Wir haben jetzt hier ganz wenig Tinte. Wie soll man das dann aufkriegen? Kann ich den Salmini Kai ja eh nicht werfen? Wir haben keinen extra Schuss. Super. Ja, schießen wir gegen. Aber doch noch geschafft, okay. Ich dachte schon, ja, das wäre jetzt auch fies gewesen, wenn wir es nicht geschafft hätten. 2 Minuten 11 Sekunden. Ja, somit abgeschlossen, was natürlich sehr gut ist. Ich dachte schon, wir schaffen die Mission jetzt doch nicht. Weil die Tinte so ganz wenig war nur noch. Ja, somit sogar 1400 zu oben. 1900 haben wir wieder. Ich würde sagen, schauen wir erstmal hier, oder? Direkt da, wo wir stehen. 800. Dann öffnen wir natürlich erstmal die nächsten Wege und so erstmal wieder hier. Das hier kostet ja immer, ja, auch nur 100. Okay. Oh, und hier haben wir noch mehr Flauschknäuel. 700 sogar. Und sehr viel Dinger, wo wir nach oben hoch können. Hier wäre sogar direkt ein weiteres Level. Schau und schalte. Aktiviere die Schalter und erreiche das Ziel. Ich würde sagen, erstmal hier kurz rumschauen mit dem flauschigen Kram hier. Beziehungsweise. Ja, wir haben eh nur 300. Das kostet 500 hier vorne. Aber hier ist noch was, okay. Plus 100, okay. 500 haben wir leider nicht. Hier nochmal 500. Dann schaue ich aber erstmal hier hoch. Okay, hier ist sogar noch so ein Seil. Oh, da können wir glaube ich nicht drauf. Da hinten fliegt übrigens wieder so ein Ballon. Ein roter aber. Oh. Ja, das heißt hier noch ein Level. Das kostet 900. Kann ich das zerstören? Ja, geht auf jeden Fall. Okay, da ist doch so ein Amphrobium. Ich glaube, da muss ich von der anderen Seite. Ja, irgendwie. Auf jeden Fall hier so hoch. Und meine Stimme möchte gerade versagen. Ja, sorry, ich glaube, ich trinke mal einen Schluck Wasser, während wir das Ankovium hier einsammeln. Ja, irgendwie möchte meine Stimme gerade schon wieder leicht versagen. Jetzt kommt sie gerade wieder. Okay, erst mal einen Schluck Wasser. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, sogar 3 Stück von den Ankovium. Ja, da kann ich ja eigentlich sogar in dem Sinne, wie ich jetzt überlege, normalerweise Upgrades freischalten. Naja, anscheinend schon. Schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall Anzug Reparatur Plus. Würde ich sagen, machen wir hier direkt als erstes. Ja, da brauchen wir dann wieder 3 von der Akrobium. Haben wir jetzt da keine mehr, haben wir leider verbraucht.
Aber das ist schon mal gut, somit haben wir ein bisschen mehr, ja, plus im Anzug, dein Anzug repariert sich schneller, wenn da eine gegnerische Tinte, ja, beschädigt wurde. Okay, das ist schon mal sehr gut. Haben wir das abgehakt? Ja, dann können wir eigentlich da oben zu der Mission. Aber haben wir so viele eigentlich. Ich glaube, ich schaue zu der Mission erstmal hoch hier. Wenn wir schon hier oben rumklettern. Das wäre expansive Expedition. Ohne über die Expandobrücke und erreiche das Ziel. Okay. Schauen wir mal rein. Direkt in die nächste Mission, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Mission mit drin gewesen hier. Und diese Mission erfordert geschicktes Nutzen der Expando-Blöcke, um das Ziel zu erreichen. Empfehlung ist die Heldenausrüstung hier mit der Waffe. Ja, nehme ich natürlich die Empfehlung, die Waffe auf jeden Fall. Und schau natürlich direkt hier mit euch gemeinsam in dieses Level rein, beziehungsweise in die Mission. Ein Expando-Block. Schießt auf den Ursprungsblock. Pum, pum, pum. Ah, okay. Das heißt, draufschießen, dann wäre er so groß hier. Da erinnere mich gerade so ein bisschen an Super Mario. Wo man gegen die Blöcke springt und die so. Ja, genauso sich erweitern wie hier gerade. Vorsicht, diese Blöcke sind schnell wieder futsch. Erstmal die Kisten, würde ich sagen. Da unten. Ja, dann schnell rüber. Ja, Kisten nehme ich natürlich immer wieder gern mit. Wegen den schönen, wunderschönen Fischeiern hier und so. Ja, muss man eigentlich nur schnell gegenschießen, schnell hoch und dann klappt das auf jeden Fall. Okay. Und eigentlich locker easy klappt. Expandeblöcke gegnerischer Antenne kannst du durch Beschuss der Startblocks wieder Punkt, Punkt, Punkt. Also das heißt einfach nur hier die Farbe da wegmachen. Ah, okay. Wäre nice, wenn da irgendwann Arenen kommen im Online-Modus, wo diese Dinger mit eingebaut sind. Wäre natürlich geil, oder? Wenn ich jetzt gerade so dran denke im Online-Match. So Arenen, wo man dann an diese Dinger zum Beispiel nur hochkommt an der einen Seite. Wäre schon cool. Nur mit Checkpoint. Ja, wir können natürlich auch gerne wieder demnächst online zocken. Wenn ihr Bock drauf habt, müsst ihr mich das nur wissen lassen. Ich werde so gesehen in den nächsten Parts natürlich trotzdem die Story erstmal fortsetzen. Ja, bis natürlich irgendjemand Lust hat, online zu zocken, würde ich jetzt sagen. Der Weg zum Ziel ist mit Expando-Blöcken gepflastert. Pum, pum, pum. Okay, schauen wir mal. Erstmal hier ihn. Nochmal platt machen. Und natürlich er hier. Da kann ich mal Samini darüber werfen? Ich glaube ja. Ja, nice. Okay. Dann machen wir das natürlich. Und holen uns hier natürlich diese wunderschöne Kiste hier. Ja, Samini, beste Arbeit, beste Teamarbeit hier. Problem ist jetzt nur, Samini kann wieder zu mir kommen. Ich schmeiße nämlich direkt auf ihn drauf. Ja, netzel ihn somit im Sinne direkt weg. Und nächster Checkpoint sogar. Ich muss sagen, die Mission hier macht Fun. Hat was. Ende Gelände, sagt sie. Wie was? Ende Gelände. Hier gibt es kein Ende Gelände. Möchte eigentlich erstmal darauf, würde ich sagen. Ja, schauen wir erstmal hier wegen der Kiste. Haben wir anscheinend schon mal einen Schlüssel. Schmeiß ich mal meinen Samini hin. Ah, das geht sogar. Cool. Das ist schon mal sehr gut. Macht er da beste Arbeit, während ich hier an der Seite die Kiste hole? Ja, 1A würde ich sagen. Beste Arbeit vom Samini. Er kloppt da sogar immer noch gegen gerade. Da denke ich mal, muss ich so hoch. Okay. Ja, jetzt kann Samini eigentlich wieder mitkommen. Alles andere haben wir. Schlüssel haben wir. Das heißt, wir können direkt hier das aber öffnen. Toll, wie die Expandoblöcke so aufkommen. Ja, man lässt sie gern wieder verschwinden und damit Punkt, Punkt, Punkt. Finde das schade, wenn die Texte zu schnell gehen und man die gar nicht richtig lesen kann. Letzter Checkpoint. Das heißt, wir haben die Mission sogar fast bald fertig hier. Ja, auf jeden Fall geil, würde ich sagen.
So, erstmal hier hoch. Ah, da vorne ist natürlich wieder hier so ein Snipey-Man. Weiß nicht, ob ich da den Salmini rechtzeitig hinbekomme. Schauen wir mal. Da habe ich sogar hingekriegt. Und hier würde ich sagen, direkt mit den Blöcken einfach schnell direkt rüber hier. Und yes! Direkt weggemacht. Gut gemacht, sagt Nummer 1 noch hier. Ich muss sagen, die Story wird immer geiler, oder? Die Mission war auch immer mehr Fun. War dahinter noch irgendwas hier? Ja, also da ist ja schon das Ziel, okay. Ah, nein! Och nö! Jetzt habe ich mich da runtergeschubst, weil ich die Blöcke aktiviert habe, okay. Dann sind wir hier bei dem Checkpoint, okay. Mein Weg war es ja nicht. Das war jetzt natürlich eigentlich ein bisschen ärgerlich. So, mach nichts, kloppen wir weiter drauf. Und direkt Salmini wieder drauf, auf ihn da. Ja, diesmal stell ich mich da nicht drauf. Man würde sagen, aktiviere das hier so. Ja, das geht sogar bis oben so hoch, okay. Ah, da muss ich sogar. Ah, okay, hier dann. Jetzt ab zum Ziel, sagt Nummer 2 noch. Ja, auf jeden Fall nice. Dann schauen wir mal. Direkt aktivieren alles. Ja, und direkt durch. Jetzt gib alles, los. Ja, sind dabei, würde ich sagen. Ja, somit nächste Mission. Schauen wir mal die Zeit. 4 Minuten 30 sogar, okay. Plus weitere 1100 schönere. Schöne Fischeier. Was heißt schönere, sondern sehr schöne Fischeier. Ich würde sagen, muss mal schauen. Expansive Expedition. Ja, schon mal sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier die 900 weg. Okay. Und Upgrade. Und hier oben würde ich sagen direkt. Ah, jetzt kommen wir sogar hier oben zu dem Funksignal. Ne, das kostet 1000. Okay, schade. Weil hier oben ist ja das Funksignal, wo wir angekommen sind hier im letzten Part am Ende. Da müssen wir eigentlich hin auf jeden Fall dringend. Aber das kostet 1000 Fischeier. Okay, da muss ich mal schauen. Hier ist so eine Kiste. Mit einem weiteren Ankrobium hier. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Wir haben ja hier unten direkt noch eine Mission. Ich würde sagen, sonst mache ich direkt hier die Mission. Da haben wir eigentlich ja gleich 1000 wieder. Ja, jumpen da hoch. Und dann haben wir auf jeden Fall zumindest. Ja, dieses Funksignal auf jeden Fall hier noch mit in den Part. Ich würde sagen, das machen wir, oder? Also erstmal diese Mission. Schauen wir mal. Schau und schalte. Aktiviere die Schalter und erreiche das Ziel. Hier ist ein gutes Auge gefragt, um das Ziel zu erreichen. Okay. 1200 Eier bekommen wir. Mit Profi-Kleckser und Klecksbombe. Ja, Profi-Kleckser schon mal sehr gut, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, starten wir direkt die nächste Mission. Okay, aktiviere alle Schalter und erreiche das Ziel. Schalter sind dann die hier gemeint, denke ich mal. Ah, okay. Hey, komm zurück. Fischeierkonserve. Nanu, der ganze Block ist einfach abgedüst. Ja, super. Und ich komme hier nicht hinterher, weil die Plattform jetzt erst hochkommt. Aber ein Checkpoint. Okay, okay, man muss natürlich immer so ein bisschen schauen. Hier ist der nächste Schalter. Sollen wir alle aktivieren? Ha, wenn man diese Schalter einfährt, bewegen sich die Blöcke also zu den anderen. Okay. So, Octolus, die Octorianer hier, würde ich sagen, machen wir mit platt. Wenn sie schon hier rumnerven und uns beschießen, müssen wir natürlich zurückmetzeln mit Gebrüll in dem Sinne. Hier ist auch noch ein Schalter. Okay, da muss man natürlich immer direkt schauen. War hier auch noch irgendwas an den Seiten? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Müssen wir anscheinend hier runter. Ja, natürlich hier den Weg erstmal rüber anscheinend. Okay, dann schauen wir natürlich direkt. Ja, mit dem nächsten Schalter sogar, okay. Okay, die fahren dann alle da hinten irgendwie rüber, beziehungsweise. Wenn ich jetzt mal schaue, der fährt da so hin. Okay, alle da so irgendwie
In die Mitte anscheinend. Okay, okay, okay. Das heißt, ohne. Ja, ohne diese Schalter. Würden wir da anscheinend nicht hochkommen, dann, oder? Hier wäre auch schon der nächste. Mit so einem blöden Octarianer hier immer noch. Okay, nächster Block auch aktiviert. Ah, ich sehe gerade, da vorne ist auch noch hier oben. Direkt an der Decke versteckt. Ich denke mal, die Mission schaffen wir locker, oder? Also nur überall schön hingucken, in allen Ecken und Enden. Dann sollte das locker klappen. Ja, und er hat hier so eine MG oder was ist das? Schmeiße direkt Bombe. Und direkt weggemetzelt. Ja, hier ist sogar noch einer. Dachte ja, das war's. Was soll? Punkt, Punkt, Punkt. Text wieder natürlich zu schnell weg. Okay, und hier kann man so ein Teil irgendwie rüberschießen. Ja, dann können wir hier noch hoch. Schauen wir mal. Haben wir hier noch. Ah, da sind wir hier am Anfang. Wo haben wir denn irgendwas übersehen? Ich würde sagen, schauen wir natürlich direkt, wenn wir irgendwas übersehen haben. Irgendwo muss da irgendwas sein. Oh, hier ist Checkpoint. So, irgendwo haben wir anscheinend einen Schalter übersehen, so wie es aussieht. Ich würde sagen, schaue natürlich direkt überall. Ja, nochmal schnell so in die Ecken. Frage ist natürlich, wo? Oh, hier anscheinend glaube ich nicht. Dann schauen wir weiter. Ah, hier sehe ich gerade. Nice, der war gut versteckt. Oh, ein gutes Versteck. Diese raffinierten Schalter. Das waren jetzt alle? Ja, weiß ich nicht. Was fragst du mich in dem Sinne? Ich denke mal schon, dass es alle waren, oder? Ja, der Weg scheint geebnet zu sein. Da können wir anscheinend rüber. Ja, dann schwimmen wir aber auch schnell hin. Und schauen mal. Ja, müsste eigentlich klappen. Schauen wir mal. Und da fährt er da aber so ganz hoch. Ja, da können wir da anscheinend direkt. Richtig, halte beim Hochschwimmen. An der Wand B gedrückt. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Ja, da könnte man natürlich so schneller hoch. Ah, okay, so hoch springt. Ah, wir haben die Fischeierkonserve doch noch gekriegt. Ja, und somit sogar Mission auf jeden Fall geschafft. Ja, der letzte Block war schon ganz gut versteckt, aber ja, wir haben ihn gefunden. 4 Minuten 41 für die Mission. Easy in dem Sinne, würde ich sagen. Ja, jetzt kommen wir natürlich gleich da oben zu dem Funksignal. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt gerade und gehypt, was uns dort erwartet. Hoffen wir, dass wir dann direkt hinkommen. Ja, somit sogar 2000 Eier im Moment. Aber ich muss sagen, je länger ich hier die Story spiele, desto besser wird. Und desto mehr Lust kriege ich auch, das direkt weiterzumachen in der Story hier. Ja, auf jeden Fall oben hoch. Müssen wir nur hier die Teile wieder hochschwimmen. Okay, das ist irgendwo. Da oben war sogar wieder ein roter Ballon, glaube ich, gerade. Ja, hier müssen wir hoch, genau. Die Mission haben wir. Ja, dann können wir direkt das flauschige Ding hier mit 1000 Punkten auf jeden Fall mal beseitigen. Ja, wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr gespannt, was hier jetzt wartet. Das scheint dann direkt eine Mission zu sein. Ja, und hier ist ja das Funksignal, die Zukunft blickt zurück. Erreiche das Tor, haben wir hier. Ja, ich würde sagen, da schauen wir natürlich noch rein hier in den Part auf jeden Fall. Da habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock drauf gerade. Weil ja, wie wir gesehen haben, am Ende des letzten Parts, wo wir hier in der Fabrik angekommen sind, in der Harmoniefabrik, war ja hier das Funksignal, wo wir unbedingt hin sollen. Und jetzt haben wir hier, ja, die Zukunft blickt zurück, erreichen das Tor. Der Zutritt für Unbefugte ist in diesem Bereich strengstens untersagt.
Und die Heldenausrüstung mit 2200 Fisch eine an Belohnung sogar. Oha, ja, schauen wir mal. Gibt auf jeden Fall viele Fischeier schon mal für die Mission. Erreiche das Tor. Ich empfange ein starkes Signal. Das könnte Opa sein. Schau dir das mal näher an, Nummer 3. Okay, schauen wir mal. Was haben wir hier? Nicht so eilig. Kämpfernatur, wie? Sieht man dir an. Wie wär's hiermit? Ergib dich und mach bei uns mit, dann kriegst du einen Punkt, Punkt, Punkt. Muss sagen, wenn die Texte, wie gesagt, so schnell gehen, geht gar nicht. Lag, war ja klar. Willst du die Sache Splatwill-Style klären, wie? Gut, Herzchen, dann gibst du ein Tanzturnier. Morenen kommt raus, ihr Tränen. Was für ein Tanzturnier. Ach nee, Morenen im Gesicht der Muri. Scheint dann der nächste Boss zu sein hier. Jetzt tanzen wir und Checkpoint erreicht. Drittes Tänzchen Multi-Murene-Vision. Ah, da muss ich anscheinend dann erst hier die einmal wegmetzen, oder? Und was muss ich jetzt machen? So auf jeden Fall so ein Block. Ah, ich kann die hier sogar färben an der Seite. Ich denk mal hier so rauf. Ah, nein. Vollgas, haha. Was für Vollgas? Ja, da haben wir hier anscheinend den nächsten Boss. Ja, erstmal hier die kleinen Gegner, die Fische oder was da rauskommt, direkt wegmachen. Und eigentlich an der Seite dann so hoch, denke ich mir mal. Zumindest vermute ich das mal. Ja, Tatsache. Und einmal gekriegt. Warte mal, wenn die Punkt, Punkt, Punkt. Dann unten noch. Haha, wenn du es so haben willst. Morene bringt Tränen. Irgendwie geil. Zieh dir das rein. Ja, somit sogar Checkpoint nochmal. Zweites Tänzchen, Morenenwerbel. Mach aus dieser Nervensäge Fischpastete. Ah, hier unten sehe ich gerade die. Muss anscheinend wegschießen hier. Oha. Auf jeden Fall nice gemacht, oder? Ah, krass. Hat er mich direkt weggefenzt? Ja, machen wir natürlich weiter. Checkpoint haben wir erreicht. Das heißt, es geht natürlich ab hier natürlich weiter. Oh mein. Und direkt wieder weg, kann doch nicht sein. Ja, zum Glück haben wir hier Checkpoint. Wenn ein Kampf zu schwierig ist, hilft uns vielleicht die Heldenausrüstung. Punkt, Punkt, Punkt. Haben wir schon geupgradet. Mehr können wir im Moment nicht. Ja, muss natürlich schauen, dass ich hier erstmal die ganzen Viecher kriege. Ah, sehr, sehr gefährlich. Mega krass gefährlich, würde ich sagen, oder? Zum letzten Checkpoint natürlich wieder. Das ist auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger. Aber machbar. Ich mache hier mal so überall ein bisschen Farbe hin, wollte ich sagen. Ach nee, jetzt müssen wir ihn wieder das erste Mal auch machen hier, oder wie? Aber die erste Phase von ihm ist ja eigentlich ganz leicht gewesen. Der eine Fisch ist noch da wieder zurück. Färb hier mal überall Büsche ein. Jetzt kommen anscheinend Raketen. Beziehungsweise hier die Viecher. Müssen wir anscheinend auch alle wegmachen, oder? Hey, was soll das? Wie was? Was soll was? Ich schmeiß doch mal eine Granate hoch. Oder mein Salmini. Bringt doch nichts, ne? Drittes Tänzchen. Ja, erstmal würde ich sagen, schön die ganzen Viecher hier wieder weg. Müssen wir anscheinend auch. Einmal wegmessen. Wow, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, super, jetzt ist er da hinten ganz. Und ich komme natürlich nicht hoch, oder? Och nö, kann nicht sein. Zweites Tänzchen. Ah, gefährlich, wenn er sein Dingenschen macht. Vor allem, wenn in der Nähe gerade keine blaue Farbe ist, könnte das schwierig werden. Aber ich habe ihn. Ja, eigentlich direkt schon hoch. Ah, gefährlich. Und yes, wir haben ihn. Los Nummer 3. Das heißt, wir haben es anscheinend geschafft.
Hey, denkst du, du kannst so mit meinem Moreno umspringen? Das war alles zum Locker werden. Mach dich bereit, Moreno mach. Ja, Checkpoint erreicht. Letztes Tänzchen. Oha. Ah, krass. Was geht denn hier ab? Wie schmeckt denn die Welle, hä? Hat er noch gesagt. Okay, oh. Besiegte Moränen kommen anscheinend nicht wieder. Ne, das haben wir schon klar, dass sie auf jeden Fall nicht wiederkommen, was unten gerade noch stand. Auf jeden Fall geil. Ich muss sagen, der Boss gefällt mir. Der gefällt mir sogar besser als DJ Octario im 6. Part. Ja, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, am besten auch so ein bisschen Farbe hier überall ein bisschen verteilen. Damit wir auch überall so ein bisschen hinkommen. Ja, hier natürlich die Fischis direkt wieder wegmetzeln. Können natürlich auch hier die Technik einmal einsetzen. Oh mein Gott, ist das gefährlich gerade. Wir leben noch. Wir waren auf jeden Fall gerade noch am Leben, okay. Drittes Tänzchen wieder, okay. Na, ah, mit den ganzen Viechern hier wieder, oder wie? Ja, die muss man anscheinend da immer erst alle weg haben. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Der Boss gefällt mir aber. Der gefällt mir richtig, richtig gut hier. Hey, was soll das? Sagt er noch. Okay, weiter. Nö, nicht weiter. Und zweites Tänzchen. Hilfe, würde ich sagen. Zweites Tänzchen, Hilfe. Aber man muss schon schauen, dass man die wirklich alle irgendwie schnellstmöglich wegkriegt, hier die Viecher. Das, wir haben alle. Kann nicht sein, oh mein Gott. Schnell hoch. Und yes, gekriegt. Captain ist voll begeistert. Mach sie lang, die Moräne. Okay, anscheinend haben wir ihn besiegt, oder? Ja, hast es ja Faustdick hinter den Kiemen. Aber freu dich nur, so Remi Syndicate lacht als letztes. Fang mich doch. Okay. Schade, dass die Texte immer so schnell gehen. Da hat man gar nicht richtig Zeit, beziehungsweise manchmal sind die so schnell, dass man die gar nicht lesen kann. Weil die so schnell weggehen. Jetzt haben wir ihn anscheinend geschafft, dann schauen wir mal direkt hier. Sehr, sehr geil auf jeden Fall der Boss. Oh, das Signal kommt von diesen Dings da. Na, nach dem Kampf kannst du es sehr ruhig schnappen. Ja, auf jeden Fall. Einsacken mit A. Die Zukunft blickt zurück. Auf jeden Fall Erstabschlussbonus. 5 Minuten 4 haben wir gebraucht. Für diese Mission bzw. für den Boss. Ja, war ja ein Boss in dem Sinne auf jeden Fall. Somit haben wir ihn besiegt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ausgezeichnete Arbeit Nummer 3. Ach, und toller Fund. Wobei das leider nicht Opa ist. Ja, schade, er war irgendwie anscheinend ja nicht da, ne? Ob das sowas wie ein Schatz ist? Naja, lassen wir das Ding erstmal hier. Bitte kommen. Hört mich wer? Over. Ist jemand da draußen? Over. Opa. Wo steckst du? Aioli, Limone, meine Lieben, es geht euch gut. Ja, alles prima. Warte mal, das sollte ich dich fragen. Alles okay bei dir, Opa? Ja, einigermaßen. Und ich bin in einem dunklen Raum eingesperrt. Das ist jetzt nicht so toll. Ich werde mal versuchen auszubrechen, Opa. Du nichts Unüberlegtes. Wir folgen deinem Signal und kommen zu dir. Guck uns an, wenn etwas passiert. Ich bin so froh, dass es ihm gut geht. Sehen wir uns ein Signal mal uns sein Signal mal näher an. Nummer 3, wenn du zu einem schon abgeschlossenen Kesselportal zurückkehren willst, kannst du das über das Menütor tun. Ist vielleicht irgendwann ganz praktisch. Ja, krass, somit haben wir das hier auf jeden Fall geschafft und hier liegt auch das Teil jetzt noch so rum. Und wir haben sogar 3234 Eier, sehe ich noch. Ich würde sagen, zum Abschluss schaue ich natürlich. Ah, das liegt hier im ersten Bereich dann hier so. Hier auf der Zukunftsinsel sind wir jetzt im Moment. Okay.
Das heißt, da werden wohl später noch mehr Teile hierher zukommen und so. Ja, was ich gerade sagen wollte, ich schaue auf jeden Fall diese 3234 Punkte. Würde ich sagen, machen wir zum Abschluss noch. Jetzt haben wir ihn besiegt. Das ist natürlich schon mal sehr geil. Ich muss sagen, war auf jeden Fall sehr, sehr cool, der Boss. Dann würde ich sagen, holen wir uns natürlich für die 3200 Points, die wir noch oben auch haben, die Fischeier. Ja, auf jeden Fall zum Abschluss noch mal so ein paar Flauschknäuel, beziehungsweise, ja, befreien noch so ein paar Flächen hier auf der Insel, auf der zweiten, wo wir sind. Man könnte natürlich den Weg zur dritten schon freischalten, aber, ja, hier sind dann noch, glaube ich, einige Missionen, die möchte ich natürlich auch noch machen und so. Und natürlich schauen, was hinter diesen ganzen anderen Fleischdingern hier sind, beziehungsweise hinter diesen Knäuelchen, diesen Kugelchen, die wir hier frei befreien können. Da wäre zum Beispiel das nächste, schauen wir mal. Kostet 500, direkt Salmini drauf. Okay, auf jeden Fall Upgrade-Punkt, aber hier ist er nichts, so. Er rennt jetzt irgendwie da hinten schon wieder rüber, der Salmi. Ja, schauen wir erstmal, machen wir alles ein bisschen frei. Was denn, waren hier noch überhaupt Missionen? Er rennt übrigens da wieder hin. Was ist da denn schon wieder? Ja, krass, da haben wir den besiegten Boss hier aus der zweiten Welt. Ja, übrigens, ich kann hier nochmal kurz schauen. Wo waren denn hier noch Missionen? Oder sind hier gar keine mehr? Doch, da hinten rechts ist, glaube ich, noch eine. Bin mir jetzt nicht sicher, hier vorne werden nur die zwei Großformat angezeigt. Ja, aber wir brauchen ja 2000 Points, um ja hier dieses Teil hier zu öffnen, um zur nächsten Welt zu kommen. Jetzt muss ich wirklich mal kurz schauen. Hier war noch gar keine Mission mehr, oder? Doch, da oben ist noch eine, okay. Ich sehe gerade, da ist noch eine. Ich könnte natürlich, ja, in diese eine Mission demnächst dann reinschauen. Ich weiß noch nicht, ob hier noch mehr sind. Sonst als erstes erstmal hier die Fläche öffnen. Beziehungsweise könnte man natürlich auch irgendwann später oder so. Aber hier sind noch ganz schön viele Sachen zum Freischalten eigentlich, oder? Wenn ich jetzt mal hier hochschwimmen. Das ist ja nur eine Mission im Moment dahin, die ich gesehen habe. Ja, die anderen haben wir alle, oder wie? Da ist auch ein Flauschknäuel. Aus 400. Ne, ist ja doch die eine Mission anscheinend. Dann würde ich sagen, dass hier anscheinend noch die eine ist. Schauen wir da noch rein, oder? Irgendwie habe ich da gerade Bock drauf auf die eine. Ja, mehr sind das anscheinend nicht. Dann können wir eigentlich ja, am nächsten Part, demnächst da hinten da die 2000 Flauschknäuel ausgeben. Oder wir schauen hier direkt ja, erstmal rein, würde ich sagen. Krabbenschreier rein. Schauen wir auf jeden Fall direkt rein. Ja, und am nächsten Part, würde ich sagen, öffnen wir auf jeden Fall die Röhre. Den Weg auf jeden Fall, ja, zur nächsten Insel, weil hier anscheinend da keine weiteren Missionen sind. Nutze den Krabbenpanzer, um das Ziel zu erreichen. Hätten wir hier da als nächstes, okay. Da ist Mission, wo nur der Krabbenpanzer drin ist. Das heißt eigentlich, was? Halte ZL gedrückt, um zusammenzurollen. Ja, so kannst du Wände. Also kann man auch Wände hochrollen. Okay. Halte ZL gedrückt, um die Schnellfeuerkonsole okay, zu aktivieren bzw. zu schießen. Und mit R kann man natürlich auch so größere Schüsse machen hier. Okay. Das heißt hier die Dinger, die wir aktivieren sollen, da würde ich sagen, könnt ihr mit R drauf schießen. Auch eigentlich eine gute Mission zum Üben hier. Alle Schalter erwischt, du bist der beste Krabbenpanzer. Ich werde hier mal irgendein cooler Fiesling und Krabbenpanzer mit. Wie jetzt was? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, metzen wir erstmal hier. Denken wir die ganzen Blöcke hier sollen wir alle wegmetzen anscheinend. Achso, da ein Robo. Körper hier. Dann machen wir platt. Schauen wir mal. Wir haben einfach nice gemacht hier die Mission. Übrigens da oben könnte man schauen. Wenn ich so noch hochschieße, okay. Zumindest so die ersten Ebenen. Okay, okay, okay. Was wäre hier? Das haben wir aktiviert.
Ich glaube, wir müssen noch irgendwo hoch, oder? Kann das sein? Wie soll ich denn sonst da oben weiter rankommen? Ja, da komme ich so nicht mehr ran. Ja, da müssen wir anscheinend wirklich hier an, an diesen Dingern vorbei. Wenn du dich mit ZL zusammengerollt hast, kannst du mit B einen Punkt, Punkt, Punkt. Was mit B? Hoppla, roll doch den Wand hoch und starte einen neuen Versuch. Was kann ich mit B springen? Ja, das weiß ich auch, dass ich springen kann. Aber was meinte sie gerade? Also rollen und dann rüberspringen. Ja, dann kann man da eigentlich, glaube ich, hier... Ach so, da muss man hier, wenn er seinen Fuß bewegt, einmal schnell drüber. Oh mein Gott, wollte ich gerade sagen. Gerade noch so geschafft. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier hochrollen kann. Ne, hier anscheinend nicht an der Ecke. Aber das Teil hier... So, der Octarianer hier, den machen wir auf Plan. Ja, und hier könnte man sogar direkt die Teile hier wegmachen. Wenn er seinen Arm mal wieder so rumdreht. Der geht doch nicht, die sind mit Glasscheiben hier geschützt. Aber da unten sehe ich gerade, da können wir zumindest schon mal so einen Busch zerstören. Ja, auf jeden Fall schon mal weg, das heißt hier gleich rum. Weil er seinen Arm wieder streckt, genau. Einmal schon rum hier. Ah, gefährlich, gefährlich. Aber geschafft. Okay, hier können wir eigentlich ja hier in der Mitte direkt seine komischen Dinger hier wegmachen. Ah, was ist das? Oh mein Gott. Da muss man aufpassen auf jeden Fall hier anscheinend, oder? Würde ich sagen. Das ist ja krass. Man kann hier auf jeden Fall nicht für immer so stehen bleiben. Ja, mal hier wie seine Dinger da schießt, okay. Aber wir haben eigentlich alles zerstört hier, würde ich sagen, können wir eigentlich hier weiter. Ah, ich sehe gerade, oh mein Gott. Wie soll ich denn da rüberkommen? Das ist gerade die Frage. Ah, kann ich sogar rüberhüpfen? Ah, okay, okay. Wollte gerade sagen, das ist schon mal sehr cool. Also einmal drüber springen, okay. Ich will nicht gemeint sein, aber der kleine Hüpfer, den er immer macht, wird Punkt, Punkt, Punkt. Denkst du mir zu schnell? Ich sehe gerade, da drüben kann man irgendwie auch rüber. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie soll ich denn da rüberkommen? Ich meine, irgendwas von einem kleinen Hüpfer, irgendwas, keine Ahnung. Da kann ich ja nichts mehr kaputt machen. Ich könnte auf seinen Kopf hüpfen. Wie soll ich denn da hinten rüberkommen? Seine Arme bewegen sich nur nach vorne. Oh, ich spring mal auf seinen Kopf hier. Ja, bringt ja nichts, wenn ich hier drauf gehe, oder? Jetzt ist gerade die Frage, wie soll ich hier weiterkommen? Super, ich kann natürlich hier auch auf seine Arme mal schauen. Ach, hier sehe ich gerade. Haben wir sogar noch so eine Kiste hier. Weiß ja, ob man die zerstören muss. Schauen wir mal. Das war jetzt das letzte Ziel, oder? Ach, bewegt sich da jetzt etwas anders als vorher? Super, Krabbentank, immer weiter nach oben. Hä, wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall krass. Ach, jetzt sind wir natürlich wieder unten, okay. Dann sind wir nur irgendwie jetzt rausgekommen, okay. Schauen wir natürlich direkt wieder hoch. Auf jeden Fall haben wir alles zerstört an seinem Körper. Das heißt, normalerweise müsste man oben auf jeden Fall weiterkommen. Hier schon wieder rüber. Ich wollte gerade sagen, eben, wo sind wir jetzt und dann... Die Arme macht er nicht mehr. Ah, die macht er jetzt so hoch. Ah, okay. Also wir mussten die auf jeden Fall zerstören, die letzten Kisten. Okay, okay, okay. Ja, so wie ich es schon vermutet habe eben. Können wir jetzt ganz gemütlich hier hoch. Ja, dann über die Arme auf jeden Fall und scheint darüber. Okay.
Warte auf den richtigen Moment und dann springen. Bring mich noch nie zuvor. Ja, somit haben wir diese Mission auf jeden Fall auch abgehakt. Ja, Mission abgeschlossen, was natürlich sehr, sehr geil ist. Und weiteren 1200 Goldeier auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich schon mal sehr geil, oder? Würde ich jetzt sagen. Wir haben auf jeden Fall den Boss hier von der Welt und fast alles sogar abgehakt in dem Sinne. Na gut, was heißt fast alles? Wir können natürlich noch einige Sachen von diesem flauschigen Teil hier befreien. Diese komischen Dinger da drüben zum Beispiel. Mit 3900 noch was haben wir. Ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz. 3900 haben wir. Da wäre ja Kiste. Kannst du die Frage... Wo gehe ich jetzt erstmal hoch? Würde ich sagen, hier erstmal. Ich muss natürlich dran denken, dass ich 2000 Points erstmal aufhebe. Das kostet nur 100 da oben. Machen wir mal weg. Ah, will er irgendwie nicht. Jetzt aber okay. Wollte er irgendwie gerade nicht wegmachen. Wie soll ich da überhaupt hochkommen? Ja, Samini hat auf jeden Fall da oben was entdeckt. Wie kommen wir da hoch? Nur mal schauen. Kommen wir irgendwie von dort hoch? Nee, hä? Kommt man da denn hoch? Wie kommt man dann auf diese Plattform hier drüben? Das ist gerade so die Frage. Ja, dann schaue ich da hinten nochmal rum. Irgendwie muss man doch da raufkommen, oder? Oder irgendwie von oben? Ich habe keine Ahnung. Sehr mysteriös. Würde ich jetzt sagen, wie kommt man da denn rüber? Oder von hier, ich entferne mal hier für 500, haben wir locker. Haben wir das flauschige Ding hier. Der Mini rennt da irgendwie hin. Wo ist er nix, ne? Ja, sag ich doch mal, irgendwie von hier. Okay. Haben wir so rüber. Ja, nur so kommt man auf jeden Fall hier rüber, okay. Wäre immerhin hier die Kiste. Mit einer weiteren Schriftrolle bzw. Seite Inklinge und Octolinge in Splatsville schätzen ein gewisses Maß an dargestellter Aggressivität zur Einfindung in soziale Umfelder. Jugendliche bevorzugen auf Kleidung bestimmter Milieus und messen sich regelmäßig in etablierter Dominanzrituale. Irgendwie, okay. Ja, somit sogar weitere Seite hier in dem Dingens, in dem Buch. Und Salmi hat auch noch was Schönes entdeckt. Sehr cool. Eine weitere goldene Platte sogar mit weiterer Musik. Ja, das heißt, hier auf der Seite haben wir alles. Ich glaube, wir haben sogar hier in dem Part die komplette zweite Welt, glaube ich, fertig, oder? Was sind da keine weiteren Missionen oder ein paar Flauschknäuel? Mehr wäre hier, glaube ich, nicht. Schauen wir mal hier hoch. Ja, da oben haben wir alle Flauschknäuel. Gerade da hinten ist er. Doch, hier sind auf dem Ding, hier sind noch welche. Muss nur dran denken, dass ich 2000 aufhebe. Ja, 400 haben wir locker. Machen wir direkt hier das weg. Und er hat schon wieder irgendwas gefunden. Also, was ist denn da? Aber hier ist jetzt noch nichts, oder? Nö. Super. Aber was hat er denn hier? Hä, was soll hier denn sein? Ich habe keine Ahnung, da oben kommt man nicht drauf. Wieso hüpft er hier so? Ja, auf jeden Fall hier oben, keine Ahnung, was das gerade zu bedeuten hatte. Eigentlich umsonst aktiviert, aber ich werde natürlich in jeder Welt natürlich diese Flauschdinger versuchen wegzukriegen. Wie hier sehe ich gerade, ist er was. Da oben ist er nichts mehr. Ja, gehen wir mal hier hin. Was, 400? Ja, haben wir locker. Okay, was haben wir hier? Ein Kartenpäckchen? Ah, okay. Für die Revierdecks wieder. Jetzt mal hier schau. Haben wir eigentlich alles abgehakt soweit. Okay, das ist natürlich schon mal sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, hier auf jeden Fall an dieser Stelle geht es natürlich. Ja, im nächsten Part auf jeden Fall weiter. Wir haben alles soweit abgehakt. Hier in dieser zweiten Welt in der Harmoniefabrik. Ja, und im nächsten Part geht es natürlich dann auf jeden Fall hier an der Stelle weiter zur nächsten Welt natürlich. Und dann aktivieren wir hier auch für die 2000 Fischeier. Ja, hier diese Stelle, dieses flauschige Flauschknäuel da im Hintergrund. Ja, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker 86. Ciao.